Der Schlosspark Laxenburg mit seiner großen Parklandschaft, dem alten Schloss, dem blauen Hof und der romantischen Franzensburg und vielen anderen bemerkenswerten Schmuckbauten gilt als eines der bedeutendsten Denkmäler historischer Gartenkunst des 18. und 19. Jahrhunderts und hat eine bis weit in das 13. Jahrhundert zurückreichende Geschichte aufzuweisen. Er erinnert an Größe und Schicksal der Habsburg-Dynastie, die ihn errichtete und jedes Jahr zur Erholung aufgesucht hat. Das alte Schloss, ursprünglich das Herz eines ausgedehnten Jagdgebietes, umgeben von einem Wassergraben und ausgestattet mit zahlreichen Nebengebäuden, bildet heute ein wichtiges Bildmotiv im Park. Nachdem das Geschlecht der Herren von Laxenburg ausgestorben war, hatten die Habsburger im 14. Jahrhundert die Gesamtanlage erworben. Unter Albrecht III. Wurde dieses Jagdschloss erweitert und ausgebaut. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, nach einer Periode des Verfalls, hat Lodovico Bornacini, der bekannte Theaterarchitekt von Kaiser Leopold I., die Anlage im Barockstil erneuert. Anlässlich der verschiedenen Veränderungsphasen im alten Schloss wurden schließlich im Schlosspark in unmittelbarer Nähe zum alten Schloss Erd- und Eiskeller, die Hofeiskeller, angelegt. Das Eis wurde dazu von dem nahen Schlossteich bei der Franzensburg über den sogenannten Eisweg bis zu den Hofeiskellern gebracht. Dieser luftige und zauberhaft erscheinende Trellage-Pavillon aus der Zeit um 1760 war ein Lieblingsaufenthaltsort der Kaiserin Maria Theresia, die hier des Öfteren Karten spielte. Die Göttin der Jagd erinnert uns daran, dass Laxenburg ursprünglich ein Jagdpark mit Fasanen, Rehen und Reihern war. Der Rokoko-Pavillon steht inmitten eines Jagdsternes, der hier zur Gartenschmuckform ästhetisiert wurde. Das grüne Lusthaus steht im geometrischen Zentrum des sogenannten Waldsterns, einem der ältesten gestalteten Teile des Schlossparks. Von diesem Lusthaus ausgehend verlaufen 8 Sichtachsen in den Schlosspark. Die wichtigste Achse stellt einen Sichtbezug zum Concordia-Tempel im südlichen Teil des Schlossparks dar. Diese gartenarchitektonische Gestaltung stammt noch aus der Zeit von Kaiserin Maria Theresia und entspricht voll und ganz dem barocken Gartengedanken. Trotz der landschaftlichen Umgestaltung des Schlossparks unter Kaiser Franz II. Ist uns diese wohl einmalige Gestaltung als wichtiger Zeitzeuge der Gartenkunst vergangener Jahrhunderte erhalten geblieben. Thank you.
Ein wichtiges Element der antiken Mode war seit dem 16. Jahrhundert die Aufstellung von Rundtempeln in den Gartenanlagen, da in Tivoli bei Rom der runde Sibyllentempel in pittoresker landschaftlicher Lage für die gebildeten Humanisten eine ideale Form darstellte und als Vorbild immer wieder nachgeahmt wurde. Rundtempel symbolisierten im 18. Jahrhundert Harmonie und Vollkommenheit und sie wurden in den neuen romantischen Gärten der Aufklärung mit verschiedenen philosophischen Bezeichnungen versehen. Auch die Freimaurerei nahm für sich den Rundtempel als Symbol für die erstrebte Vollkommenheit des Menschen in Anspruch. Die Eintracht, Concordia, war in der von der Französischen Revolution bedrohten Monarchie aber auch eine politische Losung und so war auch dieser wunderbare korinthische Rundtempel, der 1795 von Cavaliere Giuseppe Alessandro Moretti als Architekt und Martin Köhler als Stuckateur errichtet wurde, der Eintracht der Völker gewidmet. Neben der kleinen Felsenkaskade bei der Gotischen Brücke und der großen Felsenkaskade bei der Fischerdörfelbrücke ist diese Kaskade eines der Meisterwerke in der Landschaft der Parkanlage. Sie widerspiegelt noch die Zeit des Barocks, als die Macht des Wassers architektonisch gefasst wurde. Die zwei Flügelmauern mit den beiden Spingen und das angrenzende Hafenbecken stammen wohl aus dem späten 18. Jahrhundert. Dieser große, rechteckige Platz, der in der älteren Literatur als Karussellplatz in altdeutscher Art bezeichnet wird, ist ein wesentlicher Bestandteil des Rittergaus, der die alte Parkanlage entscheidend verändert und mit neuen Inhalten bereichert hatte. Diese kuriose Anlage mit Kaiserloge, Richterlogen und Zuschauertribünen ist ein einmaliges Denkmal seiner Art. Josef Parkfrieder griff die Gedanken eines Rittergaus und das Formgut von Laxenburg viel später bei seinem 1848 errichteten Heldenberg auf. Die Franzensburg, ein Hauptwerk des romantischen Klassizismus, wurde im Jahr 1798 unter der Leitung des K&K Geheimen Kammerzahlamtskassiers und späteren Schlosshauptmannes Michael Riedl, Edler von Leuenstern, begonnen. Mit der Realisierung war vor allem der Hofsteinmetzmeister Franz Jäger betraut. Thank you.
Bereits 1798 wurden altertümliche Bausteine von Ruinen und Klöstern zum Aufbau einer Ruine im Park zu Laxenburg besorgt. Unter anderem gelangten Glasfenster des aufgelassenen Klosters Seusenstein an der Donau, ferner Baumaterial vom Kloster Waldhausen und der Capella Speciosa in Kloster Neuburg ein. Am 15. Oktober 1801 fand die Einweihung der Kapelle statt. Am selben Tag wurde die Eröffnung der Franzensburg vorgenommen. Die eigentliche Bautätigkeit zog sich allerdings noch hin und die Vollendung der Franzensburg erfolgte erst Ende 1835. Zahlreiche Ankäufe und Geschenke, namentlich von den reichen Stiften und Schlössern wie Melk, Kremsmünster, Greilenstein, Zwettl, Klosterneuburg, Lilienfeld, Heiligenkreuz, Schlierbach und Wilhering, ergänzten in der Folge die Ausstattung. Adelige sowie kirchliche Persönlichkeiten trugen zudem durch wertvolle Geschenke zur dekorativen Innenausstattung der Burg bei. Mit der Franzensburg ist ein Bauwerk erhalten, das abseits der offiziellen akademisch-klassizistischen Linie, fernab höfischer Repräsentation in der Atmosphäre der Privatheit des englischen Parks von Laxenburg geschaffen wurde. Kaiserliches Retiro, Museum altdeutscher Kunst und Denkmal der Dynastie Habsburg-Lothringen und nicht zuletzt Kunstwerk zur Zeit Kaiser Franz II. Die Interieurs der Franzensburg hatten stets mehrere und im Wandel begriffene Bedeutungsebenen. Zunächst beherbergte das Innere der romantischen Parkburg die Gemächer eines märchenhaften Ritters. Die Elemente der Ausstattung und Einrichtung bildeten als Relikte des vaterländischen Altertums gleichzeitig auch die Exponate eines Museums der altdeutschen Kunst österreichischer Prägung. Für die Besucher war die Franzensburg zu Kaiser Franz Zeiten und sie ist heute zunächst ein Sight, eine Attraktion im Laxenburger Park, die schon von weitem neugierig macht und einlädt, hineinzugehen. Im Inneren eröffnet sich ihnen das Schatzhaus Österreich. Thank you.
Edgar Heiss schrieb zu Anfang des 19. Jahrhunderts: Mit ähnlichen Beurteilungen erreichten wir nun die oben erwähnte Säule. Sie trägt einen geharnischten Rittersmann, der sich auf einen österreichischen Wappenschild stützt und ruht auf einem großen Postamente zwischen zwei kolossalischen Löwen. Die Rittersäule steht heute auf einer kleinen Lichtung. Hier dominieren die alten Eichen und die Schwarzföhren. Charaktergebend ist jedoch der weitläufige dichte Eichenbestand, der den ganzen Bereich in mystische Dunkelheit hüllt. Thank you.